Guten Morgen, Leute. Wir haben mittlerweile so 12:30. Wir haben gefrühstückt und jetzt massieren wir uns endlich mal den Rücken, weil wir beide ja so Muskelkater, Rückenschmerzen haben. Und schauen dabei The Ace Family. Und ich hoffe, meine Eltern holen mich bei Sophie, aber ich habe keinen Bock auf öffentliche Verkehrsmittel. So, ich chill jetzt bei Sophie, bis meine Eltern mich abholen. Die ist jetzt schon los arbeiten. Ich chill hier einfach und schaue YouTube-Videos und entspanne und bin eigentlich müde. Ich muss eigentlich noch voll für heute machen. Ich hoffe, ich kriege das alles heute hin. Ich gehe heute Abend auch nicht weg, damit ich alles fertig kriege. Und I'm living on the edge. Weil der Akku ist fast leer. So Leute, ein paar viele Stunden sind vergangen, ich weiß, aber ich war wirklich im Stress. Die Kamera hat den Akku leer und meine Eltern mussten mich erstmal abholen bei Sophie und dann waren wir noch einkaufen, also Lebensmittel. Und dann habe ich auch direkt angefangen, den Look hier für euch zu drehen. Hallo? Sorry, can you please be normal? Ja, und jetzt ist es schon literally dunkel, es ist kurz vor 5. Ich habe noch nichts gegessen, aber ich werde jetzt runtergehen und was kochen. Übrigens zu dem Gewinnspiel von alle, die von Snapchat sind, ihr wisst Bescheid. Das Gewinnspiel geht bis nächste Woche. Nächste Woche Samstag. Bis dann geht das Gewinnspiel. So. Ich werde es auch nochmal auf Snapchat und Dingsbums ankündigen. Deswegen, wer keinen Plan hat, wovon ich rede, deswegen ist es wichtig, dass ihr mir auf Snapchat, Instagram folgt, damit ihr auch immer, oh, hi, me, immer up to date seid, was ich mache und bei Gewinnspielen auch mitmachen könnt. Also, ja, ich habe jetzt echt Hunger, also let's go downstairs. In jedem Make-up-Tutorial sieht es ungefähr so aus. Ich muss heute auf jeden Fall noch die Schubladen alle aufräumen. Und mir ist gerade eingefallen, ich habe gestern meinen Adventskalender nicht aufgemacht, weil ich so im Stress war. Und heute auch noch nicht, deswegen werden wir das jetzt tun. Gestern war der 8., oder? Ist das ein Peeling? Wahrscheinlich. Nicey nice. Und jetzt die 8. Die 9. Bin ich behindert? Oh mein Gott, das ist die Augencreme. Ah, Baby, come out there. Das ist die Moisture Surge Extend Thirst Relief. Was ist das? Feuchtigkeitsspendepflege. Gel für durstige Haut. Oh, damn, that's literally perfect for me. Und jetzt auch die öffnen. Wir den 9. Ich hab Bock auf Schokolade. So, ich mache jetzt Tofu mit Brokkoli. Da ist Reis und da sind Zwiebeln. Und I'm using the Kokos Milch again. Ich esse irgendwie immer nur dasselbe. Leute, guck mal, wie lecker das aussieht. Oh, ich hab so Lust da drauf. So sieht mein Essen aus. Das erste Mal, dass ich Tofu mit meinem Curry gemacht habe. Das schmeckt sehr gut, es ist zwar heiß, aber besser jetzt kalt. So Leute, ich schmink mich jetzt ab. Wir haben jetzt 7:30. Es ist Samstagabend und ich habe nichts zu tun. Ich wollte eigentlich lernen, aber irgendwie bin ich jetzt in voller Feierlaune. Trotzdem schmink ich mich ab, weil das Make-up ist mir too much. Aber I have nobody to go to party with me. Eigentlich müsste ich auch lernen, deswegen ist es vielleicht eigentlich auch ganz gut, wenn nobody time for me hat. Ach, vielleicht ist es mal gar nicht so schlecht, wenn ich diesmal von zu Hause bleibe, mein Shit geregelt bekomme, meinen Lernzettel für Montag mache, damit ich morgen ein bisschen entspannen kann. Vielleicht ist es mal gar nicht so schlecht. Obwohl ich schon lange nicht mehr feiern war. 2 Wochenenden jetzt. Aber nächste Woche gehe ich definitiv wieder feiern. Oh, looky like a snack. Gar nicht vergewaltigt oder so. Ich benutze das Garnier Micellenreinigungswasser. Ich liebe das extrem. Aber für so hartnäckige Lippen- oder Augenprodukte benutze ich das hier von Kiehl's. Das Midnight Recovery Botanical Cleansing Oil. Weil das, guck mal, ich mach mal kurz drauf. Reinigt alles so schnell. Und jetzt noch hier weg. Und bei dem Garnier-Ding brauche ich halt 200 Jahre. Deswegen benutze ich das jetzt hier.
hier auch auf dem Auge. Tada. Das ging schnell, ha? Ja. Tinte mich jetzt ab und dann färbe ich mir meine Augenbrauen und mache eine Maske. Und dann. Ich habe ein neues Schneideprogramm, das Final Cut Pro. Und das probiere ich dann heute das erste Mal aus mit meinem Make-up-Tutorial. Und kann mich heute dann immer ein bisschen auseinandersetzen und da mal rumspielen. Manchmal tut es auch ganz gut, alleine zu Hause zu sein. Ich bin auch früher, was heißt früher, ich bin auch echt gern mal abends einfach, was heißt abends, ich glaube so ein Bullshit, mittags shoppen gewesen. Seitdem das mit YouTube ein bisschen boomt, habe ich da ein bisschen Angst vor, alleine da rumzulaufen. Ne? Nicht, weil ich Angst vor euch habe, sondern einfach, ich finde es ein bisschen unangenehm, so allein dann zu sein. Und das ist so, ich bin richtig socially awkward. Gestern zum Beispiel, ich habe im Bus direkt gemerkt, dass uns jeder angestarrt hat. Und ich war so, oh, I feel so uncomfortable. Dann hat jeder auch noch rumgetuschelt und trotzdem jeder geguckt. Dann wurde mein Name gerufen und dann drehe ich mich um und dann lacht jeder. Das war einfach ein bisschen awkward. Deswegen habe ich gestern von den Mädels auch ein bisschen verarscht gefühlt. Weil ich war so, okay, meinen die das jetzt ernst oder nicht? Und ich war so, really? Und ich so, ja, ja, ja. Und dann haben wir es im Endeffekt ja doch gemacht. Und so witzig. Die drei Mädels, die ich euch am Anfang gezeigt habe, die haben schon damals, vor 3 Jahren, als ich nur 2000 Abonnenten hatte, was heißt nur, aber im Gegensatz zu jetzt, als ich 2000 Abonnenten hatte, haben wir da schon mal ein Bild zusammen auf einem Fest gemacht. Sau krass. Ich habe überall Glitzer im Gesicht. Looking like a snack. Ja, mir ist es halt immer sau unangenehm, weil ich weiß halt nie, ob die Leute mich jetzt verarschen wollen oder nicht. Weil das kam auch vor, dass dann Leute meinen, oh ja, finde ich so toll, bla bla bla. Und dann im Endeffekt haben die sich richtig drüber lustig gemacht und das finde ich halt dick unnötig. Ich färbe mir später die Augenbrauen mit dem Produkt, das habe ich beim Müller geholt in dunkelbraun. Mal gucken, wie das wird. Und jetzt gehe ich nochmal runter und esse ein bisschen Eis, weil ich richtig Bock darauf habe. Ich glaube, ich werde heute keine richtige Beschäftigung mehr haben. Deswegen. Just have a date with my laptop and my schoolwork. So, ich esse jetzt Ben & Jerry's, aber ich habe das schon mal gegessen. Oh, Leute, die meinen Vlog gesehen haben, den Weekly Vlog, wo ich das gegessen habe, das ist das. Aber das ist so geschmolzen, deswegen ist es jetzt irgendwie alles so komisch. Wir schauen Grey's Anatomy and Chickens in the Back. So, Leute, ich habe jetzt das Make-up-Tutorial bearbeitet, aber jetzt kommt es um die Feinheiten und ich komme mit diesem System einfach nicht klar. Ich bin auch so müde. Ich glaube, es ist ganz gut, dass ich heute zu Hause bleibe. Ich glaube, ich gehe auch in 1,5 Stunden schlafen. Wir haben jetzt kurz vor 10, weil ich bin so müde. Das fuckt mich richtig ab. Irgendwas stimmt auch mit meinem Autofokus bei meiner Kamera nicht. Da muss ich auch nochmal gucken. Weil mein halbes Video ist komplett blurry und ich bin so. Das werde ich trotzdem hochladen. Ich kann es jetzt nicht einfach löschen, oder? Weil es ist trotzdem schön. Ist nur ein bisschen blurry. But I still think it's a good video. Ja, ich muss mich jetzt einfach mal mit diesem System auseinandersetzen. Und ja. Oh, ich bin so müde. Und ich raff dieses Ding gar nicht. Oh, um 10:30 und ich bin bereit für die Haie. Ich glaube, ich färbe mir jetzt einfach mal meine Augenbrauen. Also, ich werde jetzt dieses Augenbrauen-Dings hier benutzen. Wie gesagt, ich habe es im Müller gekauft. Wimpernblechen mit Creme fixieren. Aber ich mache mir ja nicht meine Wimpern, deswegen juckt das mich ja nicht. Color Gel 1 auf Wimpern und Augenbrauen auftragen. 2 Minuten einwirken lassen. Hier ist dieses Color Gel 1. Muss ich das auf diesem Bürstchen hier. Muss ich das dann auftragen? So, keine Ahnung. Das ist ja jetzt drauf und das muss jetzt 2 Minuten einwirken lassen. Okay, ich bin gespannt. Hoffentlich habe ich nicht irgendwie orangene Augenbrauen gleich. So, währenddessen mache ich mir wieder diese Maske drauf, die ich schon die ganze Zeit in meinen Vlogs auftrage aus der Apotheke. Das ist die Totes Meer Mineralienhautklärende Pornfeinmaske. Und
Jetzt benutze ich den Developer Gel 2 Dings. Und den soll man jetzt präzise mit dem Ding hier auftragen. Okay, mit der dünnen. Da kommt ja schon was raus. Ha! Oh mein Gott. Seht ihr das? Muss jetzt erstmal gerade meine Form ausmalen. Okay, so sieht die eine aus. Jetzt mache ich es nur bei der anderen. So, ich habe die jetzt schon länger als 2 Minuten drauf. All die mache ich jetzt schon mal ab. Genauso gut weiterläuft, kommt auf die normale Station. Bitte geduldigen Sie sich so lange. Und dann ist es krass. Aber nicht Sie bitte, weil er ist sehr schwach und auch nicht so lange. Ja, danke. Vielen Dank. Sieht aus, als hätte ich irgendwie noch so restlichen Augenbrauenstift drauf. Und dass es so ein bisschen verranzt ist. Aber sonst eigentlich ganz cool. Okay, also, ich finde, es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ich muss halt nur noch mal ein bisschen üben, wie ich die vorne ausmalen, aber ansonsten finde ich es eigentlich ganz cool. Wie gesagt, das Set gibt es bei Müller und kostet irgendwie 8 Euro oder so. So Leute, ich gehe jetzt schlafen. Ich habe richtige Kopfschmerzen. Es liegt wahrscheinlich daran, dass ich den ganzen Abend am Laptop war. So, ich hoffe, dass der Vlog euch gefallen hat und wir sehen uns morgen wieder. Ciao. So Leute, ich habe mich jetzt doch noch dazu entschieden, mit Tim gerade zu FaceTime, weil der ist ja gerade in Australien. Und es ist einfach deren Auto. Schlaft ihr da drin, ne? Ja. Was? Wenn da drin. Was mit Handy aufladen? Ja, am Dings, am Toilettenanzug. Krass. I miss you. Ich euch. Na.